Willkommen zurück zu Transportiva 2. So, Schnellzug. Entweder Nummer 1 oder 2. Wir gucken mal. Upp, der habe ich hier irgendwo. Ja, Alter. Wir haben hier genug. Kann auch 300. Ach, das ist alles TGV. TGV Bahn Berlin. Hat Flix was auch ein TGV? Ja, wie cool ist das denn? Haben wir jetzt... Ja, wir könnten hier auch die TGV-Strecke machen. Mit dem hier. IC. Ja, wäre auch eine Variante. IC würde ich halt auch gerne mal sehen. Aber der ist halt lang. Na, dann können wir nicht nehmen. IC1 ist zu lang. Wo ist denn der andere Schnellzug? Wo bist du denn? Wir werden ihn finden, wir werden ihn finden, keine Angst. Die können halt auch gut Geschwindigkeit, die hier. Aber das ist nicht das, was ich suche. Oder haben wir den da nicht mehr? Gibt es den nicht? Da. Ja, 260. Auf 205 Meter. Ja, halt jetzt nicht ganz schnell Zug, aber wäre halt auch schnell. Doch. Ja, ist auch schnell Zug. Oder wir nehmen jetzt, bin ich ein bisschen begeistert von denen hier. Von dem. Vor allem von dem. Flixtrain. Aber der ist nicht lang. Müsste man fast in Doppeltraktion machen. Wie viel hat denn so eine Anlänge? Das ist jetzt short. Ne, die finde ich sowieso ein bisschen. Also sind ganz kurz. Das ist auch nicht lang. Das ist der längere. 180 Meter. Ja, das hier wäre schon cool. Können wir auch nehmen. Den zweimal. Aber dann den. Ja. Doch, wieso nicht? Der kann 300 km/h, haben wir gerade gesehen. Wien Rio. Okay. Ja. Ja, jetzt, ja, der muss jetzt warten. Aber ich bin sehr erstaunt, dass man da alles heruntergeladen hat. Aber habe ich ja alles gemacht. Ja, TGV, da habe ich mal geguckt. Ich fand das beim Heisenberg immer interessant, dass der da so viele verschiedene hat. Da haben wir uns jetzt welche geholt für diese. Ne? Ich muss sagen, auch die Flixtrain. Ja, wieso nicht? Unternehmen Flixbus, oder ist das wieder ein eigenes? Aber sieht auch gleich aus wie Flixbus. Also halt nur Flix, dann halt den Train. Ui, hupen kann er auch. In den zweiten steigen wir dann ein, dann fahren wir einmal mit. Das sollte ja nicht die Folgenlänge sprengen. Also sollte nicht allzu lange dauern, weil... Du kannst laut dem Spiel die 300. Und ein TGV, der kann auch ein bisschen beschleunigen. Da gibt es Züge, die können noch besser beschleunigen, aber der ist schon gut. Was? Page up, down, Position. Was? Weiß nicht, was du willst. Hier mit W heißt, hier geht es doch auch mit XY. Ja. Ah, da steht sogar. Gemütlich, ja, schön gemütlich. Gibt's hier einen Fahrer oder ist das ohne Fahrer? Irgendwie ist der ohne Fahrer. Oder sitzt der hinten drinnen? Will der jetzt nicht nach hinten gucken? Da kann man echt gut durchsehen, muss ich sagen. Man sieht ja echt gut. Das will ich nicht sagen, dass man hier schlecht sieht.
Gehen wir ein bisschen nach hinten. Ja, wir gehen mal so. Ein bisschen grün. Ja, ist Geschmackssache, aber es sieht. Man kriegt die Firma Flix, bis wir transporten. Flix Train. Wieso nicht? Wenn wir so mitfahren. Auch ganz nett. Tunnel. Gut, bremsen wir mal ab. Ja, hupt auch ein bisschen lange. Aber ist okay. Hallo Kollege. Der ist ja ein bisschen langsamer. Jetzt sind wir ja im gemeinsamen Gleis drinnen. Aber müssen wir jetzt warten, bis er rausfährt, okay. Oder? Hä? Aber wieso hat er nicht an dem Signal gehalten, der Zug? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Dürfen wir das nicht mehr haben, das hier? Kann ich nur das Signal wegnehmen? Ja, weil dann haltet er hier. Das finde ich dann ein bisschen angenehmer. Wir drehen den mal. Dann müssen wir in den einsteigen. Gibt das jetzt? Hä? Ah, da kommt. Wo ist denn der andere? Der hängt da jetzt, weil er. Ja. Gut, wir verkaufen den noch einmal. Wie geht denn das jetzt wieder? Da. Und klonen den. Nur den. Ja. Und? Wieso geht das nicht? Was wartet er denn? Auf. Hey, da ist doch kein Zug. Was? Hat er jetzt den falschen verkauft? Nein. Den hier. Zwei Züge möchte ich auf der Linie haben. Hä? Fahren die jetzt raus? Ja, den. Den halt dann. Ah, dann müssen wir das Ganze jetzt noch einmal machen. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja. Ja. Ja, dauert jetzt ein bisschen, bis der reinkommt. Ja, bist denn du? Ja, nicht der, der was da einwählt, sondern der. Aha. Du bist halt auch noch rein. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen viel, ne? Es ist halt Bahnhofsbereich, da ist das halt ein bisschen viel. Danach dann hat er ihr eigenes Gleis. Dann machen wir die Mitfahrt in der anderen Folge. Aber wir haben es jetzt mal mit den Signalen repariert. Wir durften da das Signal doch nicht hinsetzen. Sonst kommen wir da nicht weiter, man muss halt hier warten. Das ist wichtiger. Oder hier halt dann. Darf das hier nicht mehr sein, aber das hier muss hier sein. Okay. Dann will ich aber das hier auch nochmal wegnehmen. Dass wir sonst noch welche Probleme haben. Gut. Kommt da hinten noch ein Zug? Wie voll bist du? Nein, das ist okay. Er fährt gerade weg. Der kann nichts drauf haben. Der kann nichts drauf haben. Aber wir haben das Problem mal. Ja, gelöst. Mhm. Okay.
Ich will jetzt gerne mit dem zumindest in den Bahnhof ankommen in der Folge. Hat sich jetzt natürlich ein bisschen, ja, gezögert. Sorry, Leute, das tut mir leid, Leute. Aber dann gibt es die Mitfahrt morgen. Oder wir schauen mal, wie lange das dauert, bis er jetzt mal ankommt. Weil ich möchte zumindest im Bahnhof ankommen. Such zumindest. Ja, wobei, so kann man halt auch nicht. Ein bisschen höher, ein bisschen höher. Ich die Kamera ein bisschen so. So. Irgendwie so ein Zwischending von dem. Noch ein Stück so. So ist okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich möchte einfach nur sehen und euch zeigen, dass wir in den Bahnhof kommen können mit dem Zug. Wenn es ein bisschen dauert, ja, das nehme ich in Kauf. Weil wir haben dann ja auf den restlichen Teil der Strecke keinen Stau. Wenn wir kurz vor dem Bahnhof ein bisschen länger stehen, ja, das ist okay. Da sage ich nichts, aber wenn wir mitten auf der Strecke dann länger stehen, dann müssen wir etwas machen. Jetzt hier das Signal passt sogar. Das da vorne schickt uns auch noch durch, aber das hier lasst uns warten, weil vorne der Zug wartet im Signal. Muss halt noch in seinem Gleis rein, im Bahnhof, in den Bahnsteig. Muss noch in den richtigen Bahnsteig. Okay, wieso nicht? Das darf ja. Und dann werden wir jetzt mal warten. Möchte halt zumindest in den Bahnhof rein in der Folge. Wenn wir jetzt schon die Mitfahrt nicht machen können wegen diesem Signal. Dass wir falsch gesetzt. Ja? Das sieht man nochmal, muss ich ja auch Signale gut setzen. 103, ja, das haben wir vorhin auch gehabt. Wo bleibt er jetzt stehen? Wir haben den anderen Zug noch nicht gesehen. Bremst wieder ab. Und dieses Mal hier, okay. Ja. Kommen wir langsamer bitte. Bleib stehen, ja. Kommt er jetzt oder kommt er noch nicht? Was höre ich auf jeden Fall. Kann mich aber auch täuschen, dass der vielleicht draußen einer lang fährt. Wird denn so sein? Ah, jetzt kommt wieder ein Zug. Da kommt wieder ein Zug, der allen. Ja. Fahr mal vorbei an uns. Und weg ist er. Kommt noch ein Zug. Jetzt noch nicht. Es kommt auch nicht der Zug, der vor uns ist. Wieder ein Problem. Nein. Wie fährt er denn eigentlich, der Zug? Welche Linien sind die roten? Ja. Aber er scheint nicht zu fahren. Was auch immer der wartet. Oder wartet er gerne länger? Er wartet auch auf einen Weg. Ja, aber der kann ab der Weiche. Jetzt fährt er. Zug, Zug, Zug. Ah. Komm rauf. Rauf, schnell. Jetzt muss er schnell sein. Wenn du den noch mitnehmen willst. Eine schöne Perspektive. So. So ist okay. So ist okay. Ja, passt. Passt.
Du kannst ja gut beschleunigen, meine. Ja, der beschleunigt schon ein bisschen. Ja, ist halt dann bei den Zügen, bei denen dabei eine gute Beschleunigung haben. Klar. Das hat er auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, wie viele einsteigen werden. Das nehmen wir noch mit in der Folge, wie viele einsteigen. Ansonsten dauert es mir persönlich ein bisschen zu lange für eine Folge. Immer da jetzt ewig herum. Wir gucken mal. Ja, jetzt ganz genau, stimmt. Stimmt, so. 20 ist Schnellzug. Und. Wie viel haben wir? Jetzt geht was zu. Bin ich hier jetzt hinten am Zug. Gut Leute, dann danke fürs Ansehen. Hoffe euch gefallen. Zunächst mal Euro-Klumpf. Tschüss.